das geht aber noch besser. Das gefällt mir noch nicht. Stille. Liebe trauernde Gemeinde, meine ehrwürdigen, leidgeprüften Brüder und Schwestern. Wir haben uns nun zum 9. Mal zusammengefunden, um von unserer Kermes Abschied zu nehmen. Dieses Jahr sind die Neuigkeiten wieder sehr rar, von schönen Dingen ganz und gar. Lasst uns nun stille werden, um zu hören, was sich im letzten Jahr alles hat zugetragen. Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen und sich mit dem Gepäck rumquälen. So fuhr Helma zum 80. Geburtstag nach Hildesheim. Angekommen hat sie gleich die Rolltreppe nach oben zum Ausgang genommen. Sie verfehlte die Stufe und kam zu Fall. Es gab dabei einen lauten Knall. Im Liegen ist sie dann nach oben gekommen und wurde dann von den Reisenden in Empfang genommen. Passiert ist zum Glück nicht viel, doch nicht mal das Geschenk. Harzer geschlachtetes dem Stott zum Opfer fiel. Es sollte gefeiert werden und gelacht. Das hatte sich Ursula Übner gedacht. Ich bestelle bei Heidi Schönemann Essen, denn meine Gäste sind immer ganz schön verfressen. Nun wollte sie noch die Bestellung verändern und rufte 6-mal versehentlich bei Heidi Dorn an. Sie sprach sogar auf den AB. Unsere Heidi klärte dann die Sache auf und meinte, Uschi, du warst ganz schön verwirrt und hast dich ständig in der Telefonnummer geirrt. Im Bett hatte sich Heidi Gedanken gemacht, was wird wohl in der Kirmespredigt gebracht. Aufgestanden, es wird immer bestimmt ein schöner Tag für wahr. Anziehen wollte sich Heidi dann, doch da ein Klopfen am Fenster, stand ein Mann. Welch ein Hit, Heidi kriegte Herbert Kunze mit. Er war, wenn ein Jungelieden reingekommen und hatte Klichterwack nach vorne genommen. Er wollte nur nach der Heizung sehen und dann gleich wieder nach Hause gehen. Du wirst mich wieder hassen. Alfred und Emmy wollten ihre Fäkalleitung auch als Netz anschließen. Ist doch normal. Alfred hat allen verboten, das WC zu benutzen. Emmy hat Lennart nochmal erinnert, geh ja nicht aufs Klo. Doch was passierte dann? Alfred hatte draußen, es ist ein bisschen dunkel. Alfred hatte draußen auf dem Hof das Rohr abgeschnitten. Da kamen auf einmal die Fäkalien geflogen. Er war von oben bis unten stinknass. Und was war das? Emmy hatte wohl dann doch nicht mehr daran gedacht und die Klospülung auf die Reise gebracht. Eine kleine Sensation hatten wir heute Morgen beim Umzug durch den Ort, denn unser Sven steht zu seinem Wort. Zum ersten Mal in der Geschichte Steierdeutz, so makaber es klingt, gab es einen Erbsbär, der keinen Alkohol trinkt. In unserem Ort nahm der Straßenbau seinen Verlauf. So ging es dieses Jahr die alte Dorfstraße hinauf. Manche waren zufrieden und froh, Verdruss und Ärger gab es sowieso. Schöne neue Bürgersteige, erst mit böser Kritik, dann doch ohne Geld. Die Bürgerinitiative bestimmt, was gefällt. Bei manchen durftest du nicht mal in der Einfahrt drehen, da könntest du den Besitzer mit dem Stock schon vor der Haustür sehen. Der Wasserablauf auf der Hart wurde 2-mal verändert, weil abends im Dunkeln eine private Baukommission
durch Steierdeutschländer. Die Straße auf der Hart ist jetzt 2 Meter schmaler, als sie mal war. Wurde mit EU-Fördermitteln gebaut. Da musste man sparen und den Rest mit Schotter auffüllen, das ist doch klar. Das Jagdjahr war für Friedemann bis jetzt erfolglos und deprimierend. 5-mal in der Woche Körnansitz, keine Aussicht, einen Schuss abzugeben. Es macht wirklich keine Freude, dieses Jägerleben. Kein Schweinebraten, Rehbraten oder Hirschkeule, wie man so denkt. Anita und Otto hatten Mitleid mit Friedemann und haben ihm zum Geburtstag einen Wildschweinbraten geschenkt. Im Frühjahr waren im Haselei Riesentrittsäge zu sehen. Die Jäger haben sich per WhatsApp ausgetauscht und gemeint, 14er oder 16er Hirsche, größer als im Harz, eine Sensation bahnt sich an. Jedoch eine Wildkamera brachte das ernüchternde Resultat, es waren die Kühe vom Bauer Hahn. Die waren von der Kuppe ausgerückt und hatten sich ins Haselei gezogen. Mal waren sie hier, mal waren sie da. Ans Einfangen war nicht zu denken. Nach 3 Monaten Ärger und Aufregung, welch ein Glück, hatte Bauer Hahn seine 7 Kühe wieder zurück. Bei Preußens wollte Jeanette den Rasen mit dem Rasentrecker hauen. Jeanette fragte Niklas, weißt du, wie das geht? Ich war damit noch nicht gemäht. Er probte das Ding in Gang und Jeanette machte den ganzen Garten lang. Doch so richtig wollte der Trecker nicht. Die Horche und sie kam in eine Furche. Der Meer machte ins Blumenbeet, was Erika schon hatte angesehen. Jeanette kriegte das Ding zum Stehen und Erika konnte wieder frische Blumen ansehen. Im Sommer war bei Katja und Marcel im Schlafzimmer was los. Weil sie die Gardinen von offenen Fenstern hatten bloß. Sie lugen im Bett und auf einmal gab es einen Knall. Weil eine Fledermaus gegen die Gardinen geflogen war und kam dann zu Fall. Marcel machte das Licht an und die wurde ganz irre. Er wollte doch nur die Gardinen wegzerren, damit sie wieder konnte in die Nacht. Das hatte er sich aber nur so gedacht. Katja kriecht und kräht und lief raus. Das ging gar nicht, eine fliegende Maus. Marcel kam nicht an das Fenster ran, weil immer wenn er griff, sie ihn an. Das war ein Jammer, fluchtartig verließ er die Kammer. Er durfte, es kann nur noch von draußen gehen, und sah eine lange Brechstange rumstehen. Mit der schob er die Gardinen besiegte und endlich suchte die Fledermaus das Wied. Uli auf der Hort hätte ein neues Hobby. Auf dein Schippchen da oben hätte sie eine Bübchen. Stieg er fertig hätte wohl, das es will wie manchmal ein Groll. Wann sie sucht, weil es gibt was zu schrubben, da ist oben ein bisschen dumm. Lars Ebner hatte bis in der Mutter den Hussanschluss gemacht. Und sie kam aus der Stadt und sagte, ich habe eine große Melone mitgebracht. Sie fragte Lars, weißt du, wie wir die aufkriegen? Er antwortete ganz trocken, musst du hinschmießen, dann kannst du sie genießen. Ein Eckchen Truff hätte Uschi die Melone auf den Hof geschmissen, du hättest Lars aber die Augen aufgerissen. Die Moral von der Geschichte: alles so wert ich nehme, manchmal klappt es auch nicht. Kühnschätz hatten sich das Jahr vorgenommen, dann Zunähe zu machen.
in mein Wasser weht. Freitags haben sie dann Trauen gemacht und Montag hat ein LKW reingekracht. Dort, wo der Zun war, sind jetzt leere Flächen. Dort auf der Hanse, das ist jetzt blitzeblau gestrichen. Nun komme ich zum Ende. Nehmt euch alle einmal an die Hände. Das meine ich auch so. Denn heute heißt es Abschied nehmen. Es wird in den nächsten Jahren mit uns keine Kirmes mehr geben. 9 Jahre lang haben wir versucht, die alte Tradition aufrechtzuerhalten mit Erbesbär, herbstlich geschmückter Halle und Kirmespredigt. Wollten wir zeigen, wie unsere Vorfahren dieses eigentlich große Fest im Jahr begingen. Leider ist das Interesse unserer Nachkommen an Tradition nicht so sehr vorhanden. Mehrfach haben wir jüngere Leute angesprochen, unsere Kermisse weiterzuführen, leider ohne Erfolg. Wir waren immer mit viel Herzblut dabei. Bedanken möchten wir uns bei allen, die uns jahrelang die Treue gehalten und diese Halle füllen, um in geselliger Runde ein paar schöne Stunden zu verbringen. Vielen Dank auch an alle Kritiker, die uns diesen Schritt viel leichter machten. Vielleicht sehen wir uns in einer Veranstaltung in einer anderen Form nächstes Jahr wieder. Ich möchte mich persönlich bei meinen Mitstreitern Gabi und Edgar, Heike und Werner, Ingelore und Silvi, Sven und Tim, Friedemann und Ete herzlich für ihre jahrelange Einsatzbereitschaft bedanken. Vielen Dank. Amen.